Hey Shadi, schön. Ich bin zum ersten Mal in deinem Studio, obwohl wir uns seit mehr als 4 Jahren uns kennenlernen. Ich glaube, das ist so voll spannend, wie wir uns angefangen haben, weil wir wollten nicht richtig auf Kunst und Musik fokussieren. Als ich nach Deutschland kam, das war nicht mein Ziel, dass ich gerne so Kulturveranstaltungen mache. Das habe ich nie gedacht. Aber wir wollen uns darauf fokussieren, Menschen verschiedener Herkünfte zusammenzubringen. Es betrifft nicht nur so die Musik oder so alles Mögliche, so Politik und einfach manchmal so Stand-up-Comedy habe ich auch bei euch geschaut und so. Ich habe das Kollektiv mit Wissam in 2018 gegründet. Wir haben das auf die Yalla Bühne angekündigt, dass wir uns über Mitglieder oder Teilnehmer freuen würden. Und dann sind auf einmal so, haben wir 10 Anfragen auf einmal bekommen. Ja, ich möchte Teil des Kollektives sein und so. Und ich möchte gerne mitgestalten. Ich habe Künstlern, die ich gerne zu der Veranstaltung einlade und so. Das freut mich. Dieser Pistazio Rosenwasser, dieser Grecia so ein Pistazio, Daten und Mandeln, Pistazio und Kaciokern, diese Walnüsse. Aber der ist ein bisschen. Aber der hat eine andere Konsistenz. Der quietscht auf dem Grill. Quietscht, aber nicht auf dem Grill halt, sondern da kochen wir halt. Bist du alleine hier oder mit wem bist du? Mit meiner Oma. Oma? Ja, schön. Und was möchtest du in der Zukunft werden? Polizei. Polizei, wow. كتير هون في بتحس فيك في حياة في روح هون المدينة كتير كبيرة أنا عايشة بعيد من هون ساعة ما في هالعجقة هاي هون في حياة أكتر هيك يعني مختلفة عن المدينة اللي أنا عايشة فيها وأنت إن شاء الله مبسوطة هون بالشغل بالمحل وكل شيء الحمد لله Ich arbeite jetzt an einem Projekt von uns, von Fini. So ein bisschen Richtung so Tech House und so. Ja. Genau, zeige ich dir. Wie denkst du? Entspannt. Ja. Ich kann damit schlafen. Eigentlich, Shufi Mafi hat uns eine Plattform gegeben, also unsere Musik zu zeigen. Am Anfang war das für mich auch als ein Hobby oder so. Ich habe auch daneben so als Verkäufer gearbeitet und so am Anfang. Natürlich, und nebenbei war ich auch mit der Sprache beschäftigt, also die deutsche Sprache also zu lernen einfach. Ich versuche so eine Mischung zwischen orientalischer Musik und westlicher Musik auch oder elektronischer Musik, würde ich auch gerne euch gleich zeigen. Geht ab, Shufi Mafi.
es bezieht sich auf eine persönliche Ebene. Oder auch über euch mit Musik, wenn ich dann deine Musik höre, dann habe ich das Gefühl so, dass du dich mehr, dass ich dich mehr kennenlerne und das ist auch genau das Ziel des Kollektives. Eine persönliche Ebene zu den anderen Düsseldorfer aufzubauen. Und ich habe das Gefühl, dass sie dadurch viele so, dass es uns gelungen hat. Perfekt. So, meine Damen und Herren, der Held der Führung ist dieser Mann, Abu Ramiz. Also der hat für uns dieses super leckeres Buffet zubereitet. Also jede Veranstaltung mit Essen wissen wir, was wir dieser Mann gearbeitet hat und so. Und deswegen, ich bin sehr dankbar für seine Engagement. Ich spüre diese Berührung, dass das oder die Bewegung bei dem Publikum, wenn Musik aus der Heimat so gesungen wird, dann merke ich, dass sie ganz bewegt sind. Und das unterstützt uns, das weiterzumachen. Und unterstützt uns solche Sätze, wenn man sagt, okay, ich fühle mich hier in den Ort wohl, ich fühle mich wie zu Hause und das ist so unsere Motivation weiterzumachen.